So, willkommen zurück zu Doc Mendoza und Pizza Boy, wo wir hier am Vergnügungspark angekommen sind mit dem, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt hier, was wir gequatscht haben und jetzt mal da rein sollen, wo es wohl einiges zu entdecken gibt. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Okay, so viel. Ah doch, hier ist schon einiges mehr. Was? Da? Postkarten. Postkarten. Gucken wir uns Postkarten an. Niemand verkauft diese Postkarten. Heißt das vielleicht, dass sie gratis sind? Steck doch meine ein. Probieren wir einfach mal. Niemand verkauft diese Na, okay. Postkarten. Ich nehme einfach eine mit, um meine Theorie zu überprüfen. Wow. Da ist ein Foto von einem hässlichen Maskottchen drauf. Ich kann nicht glauben, dass Carvera so berühmt für seine Effekte ist. Okay. Haben wir jetzt tatsächlich einfach eine Postkarte eingesteckt? Tatsächlich. Zauberbuch haben wir noch und diese gefälschte Silberkette. Okay. Was haben wir da? Ein Regenschirm. Gucken wir uns aber an. Ein Regenschirm als Geschenk, um den Park auch bei Regen genießen zu können. Ich sollte einen mitnehmen. Kostet schließlich nichts. Jo, stecken wir mal Ein ein. Regenschirm als Geschenk, Ja, um den ist ja Park auch gut. bei Regen genießen zu können. Ich sollte. So. Hau den Lukas. Ja, dann. Ich glaube, da hauen wir direkt mal drauf. Komm. Komm her und teste deine Stärke. Hast du es drauf, die Glocke zum Schlagen zu bringen? Ich möchte es versuchen. Du? Na gut, wenn du den Hammer hochheben kannst. Ich habe eigentlich immer einen fiesen Spruch auf Lager, aber das war einfach zu traurig. Hey, das Ding ist manipuliert. Die Scheibe bleibt auf dem Weg nach oben hängen. Das ist Betrug. Faule Ausreden von einem erbärmlichen Möchtegern-Mann. Der Nächste! Hinter mir ist doch niemand. Der Nächste. Ja. Ob man da. Haben wir da irgendwas? Nö, wüsste ich jetzt nicht. Naja. Gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas, womit wir das hier lösen können oder so. Was haben wir denn hier? Eine Schießbude. Das sollte nach dem Training mit Doc kein Problem für mich sein. Dann probier doch mal aus. Ladies und Gentlemen, hier zeigt sich, wer wirklich treffsicher ist. Die Männer beeindrucken die Damen. Die Damen zeigen, dass sie keine Männer brauchen, die für sie antreten. Alle sind Sieger. Hallo, ich würde es gerne mal probieren. Viel Glück. Nicht, dass so ein attraktiver Mann das nötig hätte. Schade eigentlich. Tja, da gerät die Männlichkeit ins Wanken. Hey, das ist unfair. Das Fadenkreuz ist verstellt. Spar dir die Ausreden für deine peinliche Vorstellung. Du machst dich damit nur selbst zum Narren. Also so ganz koscher scheint das hier ja alles nicht zu sein, ne? Was haben wir denn hier? Eine Geisterbahn. Da können wir rein. Hier, was haben wir hier? Da können wir was gucken. Haltegerüst? Was? Wofür sind da so Pinne? Haltegerüst. Dieses Gerüst hält das Ziel der Schießbude auf der anderen Seite. Vielleicht kann ich es manipulieren. Und dadurch meine Chancen bei dem Spiel steigern. Es wäre echt hilfreich, wenn die Kugeln ins Schwarze gezogen würden. Ach so. Aha. Mit einem Magneten oder so? Naja, müssen wir mal gucken. Merken wir uns mal. Magnet oder sowas? Ich würde sagen Magneten. Was haben wir hier jetzt? Vier Türen. So, gehen wir einfach mal in die linke rein, oder?
Mist! Ich muss einen Weg finden, mich in diesem Labyrinth zurechtzufinden. Die linke war also einfach nur der Ausgang wieder. Versuch jetzt immer wieder draußen. Jo. Komm, hier in die dritte mal rein. Mist. Ich muss einen Weg finden, mich in diesem Labyrinth zurechtzufinden. Aha. Und die vierte? Sind wir dann auch wieder draußen? Tatsächlich. Ich muss einen Weg. Ja. Ja, wir können nur in die rein. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht in der anderen mal reingehen. Aber nö. Das hier müssen wir uns nochmal näher. Da sind oben Symbole über den Türen. Ich habe einen Rechtsklick gemacht. Ich wollte da nicht rausgehen. Mist. Ich muss einen Weg finden, mich in diesem Labyrinth zurückzufinden. Hier? Ne, da sind keine Symbole über den Türen. Können wir hier noch irgendwas gucken? Nö. Mist. Ich muss einen Weg finden, mich in diesem Labyrinth. Ob wir da irgendwo noch einen Hinweis kriegen für? Kann man hier noch weitergehen irgendwo? Mal gucken. Erstmal alles angucken. Da könnte ja was schneller gehen, ne? Hätte ich nichts dagegen. Die Möglichkeiten sind ja recht eingeschränkt. Benutze Mitarbeiterpostkarte. Wir haben den Regenschirm, wir haben die Postkarte. Wir haben hier ein Labyrinth. Egal welche Tür, kommen wir wieder raus. Wir haben hier diese Haltedinger. Wir haben hier die Schießbude. Den gefälschten, manipulierten Hau den Lukas. Achterbahn. Achterbahn, ach guck an, das hatte ich vorhin übersehen. Achterbahn, Hexe. Kommen wir quatschen mal mit der Hexe. Kann ich mit der Achterbahn fahren? Du? Ja, du. Komm her, mein Junge. Ich spüre bei dir eine starke Ausstrahlung. Sag mir, dass es kein Fett ist. Ich werde den Gestank einfach nicht los. Ich kann dir deine Zukunft vorhersagen, wenn du eine Tasse Kaffee für mich hast. Du kannst doch nicht mal vorhersagen, ob du am Monatsende dein eigenes Gehalt bekommst. Sei still, du blöde Maschine. Ich glaube nicht an Wahrsagerei. Und deshalb werde ich... Hör zu, wenn du mir einen Kaffee bringst, sage ich dir nicht nur deine Zukunft voraus, sondern verrate dir auch den Trick, wie man das Labyrinth überlistet. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit, Lady. Aber kann ich bis dahin schon mal mit der Achterbahn fahren? Tu dir keinen Zwang an, aber versuche unbedingt den Messingring ganz oben zu fangen. Er bringt Glück. Den Messingring? Ja, wir haben das Karussell und die Achterbahn zusammengemischt, um Platz zu sparen. Karussell und Achterbahn zusammengemischt, um Platz zu sparen. Ja, wir fahren da gleich mal mit. Aber quatschen wir erstmal mit der Wahrsagermaschine hier. Hey! Werfen Sie bitte eine Münze ein. Dann sage ich Ihnen die Zukunft vorher. Ich habe kein Geld. Werfen Sie bitte eine Münze ein. Dann sage ich Ihnen die Zukunft vorher. Vergiss es. Das Ding ist Betrug. Komm hierher, wenn du echte Wahrsagerei willst. Das ist nicht korrekt.
Meine Algorithmen können die Zukunft vorhersagen. Im Gegensatz zu ihrer ungetesteten und unwissenschaftlichen Scharlatanerie. Sei still, du blöde Maschine! Wer im Hexenhaus sitzt, sollte nicht mit Lebkuchen werfen. Wie ich sehe, kommt ihr zwei blendend miteinander aus. Werfen Sie bitte eine Münze ein. Dann sage ich Ihnen die Zukunft vorher. Und jetzt verstehe ich auch, warum sie dich hasst. Oh Mann! Okay, eine Münze haben wir ja nicht, also fahren wir mal mit der Achterbahn. Wo ging das da? Nehmen oder was? Vergiss nicht, dir den Messingring ganz oben zu holen. Er bringt Glück. Ja, ja. Danke. Hast du schon mal gesagt. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Ich suche jetzt die ganze Zeit das Bild nach einem Messingring ab. Bei dem Typen hier? Gut, dass da das Klicken jetzt nicht gebracht hat, beziehungsweise viel zu spät war. Das hat Spaß gemacht. Machen wir nochmal. Hallo? 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 Ach, da muss ich draufklicken. Habe ich nicht eben hier hingeklickt? Naja, egal. Ja. So, probieren wir es nochmal. Wenn das bei dem Schauspieler ist, Steller, das war ja schon recht schnell ersichtlich, aber es ging einfach nicht. Ich kann noch immer nix. Jetzt, da! Alter! Hallo! Geht das nur im richtigen Moment? Das hat Spaß gemacht. Ja. Komm, direkt nochmal. Vergiss nicht, dir die Messingringe. Danke. Geduldsspiel. Ich hatte jetzt ja gerade mehrfach geklickt. Ich weiß nicht, ob man das hört. Und dadurch den Moment verpasst. Und beim ersten Mal ging es nicht. Hat das jetzt was gebracht? Ich glaube nicht. Das hat Spaß gemacht. Verdammt. Komm, vergiss noch ein Versuch. Dir den Messingring ganz oben zu holen. Ja, es ist gut, Alter. Du gehst mir ein bisschen auf den Keks. So ein ganz kleines bisschen. Kann man hier vorspulen? Ich würde gern vorspulen. Diese Augen da, das sind auch... So. Es kommt auch dieses Menü nicht. Jetzt. Alter. Meine Tasche kann ich auch nicht aufmachen. Das hat Spaß gemacht. Ja. Das ist, Hau den Lukas gewinnen, bei der Schießbude gewinnen, Labyrinth erkunden. Von der Achterbahn hier steht gar nichts. Gibt's hier noch was? Nicht wirklich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich mit dem Ring irgendwas machen kann. Beim Hau den Lukas, beziehungsweise bei der Schießbude.
Hm.